Die besten und dicksten Waffen von Hyrule Warriors Nummer 2. Wer die haben möchte, der sollte hier dranbleiben, denn ich habe ein bisschen rumgetestet und heute geht es genau darum. Damit erstmal willkommen zurück. Wie kriegen wir denn eine so schöne Waffe, wie wir hier gerade sehen? Das ist auch immer noch nach ungefähr 90 bis 95 Stunden die beste Waffe, die ich bisher gefunden hatte. Sie hatte eine Grund-ATK von 76. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Und wenn man alles hochpusht, mit den plus 20, dass die Effekte miteinander stacken, dann kommt man und mit sämtlichen Hochstufen auf 172. 172 ist für mich bisher das größte an Schaden, was ich hier rauskitzeln kann. Und das wollen wir eben haben. Eine starke Waffe für jeden Helden hat eine Grundbasisstärke, also eine ATK von mindestens 70. Das sind die besten Werte bei einer Waffe. Das Ganze geht eben bis zu 76, zumindest nach all den Testungen, die ich bisher durchführen konnte. Das sind aber eher so Lucky Shots, dass man in einer Quest mal das Glück hat, dass dann statt der 70 oder 71 mal eine 74 oder 76 steht. Ob jetzt jede Waffe Stufe 76 haben kann, das ist auch noch fraglich. Aber wenn ich mal hier so nach rechts scrolle, sie hat hier eine Grundbasisstärke von 74. Das ist schon mal nicht so schlecht. Welche Siegel da drauf sind, ist erstmal gar nicht so wichtig. Das ist erstmal der erste Punkt. Das erste, was wir haben wollen, ist eine gute Basisstärke. Und da sollte man mindestens Level 70 haben. Alles, was drunter ist, lohnt sich schon kaum zum Hochmaxen. Das hier war auch eine Basisstärke von, glaube ich, sogar 71. Aber ich komme hier nur auf 150. Also hieran erkenne ich, selbst mit dem Bonus von plus 20 wäre ich bei 150 und komme nicht annähernd auf die gleiche Stärke, die noch bei Link auf der Waffe drauf war. Also anscheinend sind die Waffen doch auch, was das Hochstufen angeht, unterschiedlich. Dass dann eventuell Zelda oder andere Helden hier ein bisschen benachteiligt sind, dass der Fokus bei denen auf irgendwas anderes liegt, ich weiß es nicht. Bei Mifa, sie könnte auch auf 172 kommen. Habe ich bisher aber keine sehr starke Waffe gefunden. Das ist bei ihr die stärkste. Und ihr seht schon, man kommt so immer auf locker über 160. Selbst hier überall die 70 steht da. Und das kann man eben farmen. Hier eine 70. Und einen habe ich noch. Da habe ich sogar ein bisschen knallen lassen. Nämlich er. Er hatte auch eine Basisstärke von 74 mal gefunden. Und wenn ich das hochpushe, ähnlich wie bei Link, komme ich auf 170. Und das ist genial. Man muss nur wissen, wie man da hinkommt. Und das Faustregel Nummer 1. Regel Nummer 1 ist, ihr müsst Karten und Quests machen, die eine Stufenanforderung von mindestens 71 haben. Mindestens 71. Es gibt den Blutmond, der ist sehr zu empfehlen. Da kann man zwar auch gut Waffen farmen, die sind aber eher dafür gedacht, dass man starke Siegel bekommt. Wann immer ich einen Blutmond sehe, der eine Stufenanforderung von mindestens 71 hat, mache ich die Quest. Auch wenn es 15 bis 20 Minuten dauert, man kriegt da trotzdem sehr viel Waffen raus und man ist beim normalen Questfarm auch nicht schneller und hat dazu noch viele coole Siegel mit dabei. Sind aber sehr selten, weil nicht jeder Blutmond hat diese Stufenanforderung. Und wenn man hier so reinguckt, da ist jetzt gar nicht so viel mit dabei. Es gibt nur 5 Quests, die man machen sollte. Und das ist eben die Frage, welche von denen bieten sich denn an? Ich empfehle, mach die. Stufe 80 hat zwar genau die gleiche Ausbeute, also von der reinen Chance auf die Qualität der Waffe, wie die Quest, aber sie geht am schnellsten und gibt dir die beste Ausbeute. Das sind 5 Bosse und hier der nächste Tipp, der zweite Tipp hier an der Stelle. Jeder Boss droppt, so wie es aussieht, immer eine Waffe. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, wirklich immer, aber mir kommt so vor, dass wirklich jeder Boss gibt dir eine Waffe und dann machen Quests, wo keine Bosse mit dabei sind, auch welche recht wenig Sinn. Die hier zum Beispiel, da müsste ich sehr viel laufen, dauert mir jetzt lange. Hier gibt es halt nur 3 Waffen und da ist ein Endboss mit dabei. Der dauert sehr lange, bis er down ist, selbst auf der einfachen Schwierigkeitsstufe. Und hier habe ich das nicht. Hier ist kein super Endboss mit dabei. Das sind einfach nur 5 Bosse, normale Bosse, die machst du platt. Kriegst du 5 Waffen und zwar genau die Waffe von dem Helden, mit dem du auch gerade spielst. Und als Belohnung gibt es am Ende immer noch eine weitere Waffe, die ebenfalls Stufe 70 sein kann für irgendeinen anderen Helden. Und das ist das Geile, wenn du also irgendeinen anderen Helden noch nicht spielen mochtest, weil der die Waffe noch nicht hatte, die dir zusagt, dann kannst du, wenn du Glück hast, hier einfach mit einem
Charakter spielen. Ich habe jetzt hier Zelda mal zufällig drin und dann kriegst du vielleicht dann zwar 5 Waffen für sie, aber die letzte Bonusbelohnung, die kann dann für irgendeinen anderen sein, den du vielleicht sonst nie spielst, wie vielleicht Daruka oder keine Ahnung, wen du gerade eben da nicht magst. Das ist erstmal der erste Tipp. Stufe 71 und höher geben dir die besten Waffen. Jetzt ist noch die Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen Schwierigkeit einfach und sehr schwer? Bisher hatten wir schon drüber gesprochen, ich sage, nein, gibt es nicht, aber ich wollte es testen. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich bin jetzt in eine Quest, die ich sehr schnell farmen konnte, zurückgegangen. Das ist nämlich die hier. Ihr kennt die vielleicht noch. Leider ist sie nur Stufe 70, gibt also nicht die stärksten Waffen. Werden wir auch gleich sehen nochmal in der Grafik. Und die habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Und da habe ich folgende schöne Grafik für euch, nämlich das hier. Stufe 70 Quest auf einfach, dann auf sehr schwer und dann nochmal auf einfach mit dem Bonuseffekt verbesserte Waffen. Denn jetzt wird es ein bisschen spannend. Also ich mag solche Zahlen, wenn ich mir das so angucke. Ich habe mal die Waffen ja vorgehoben, die besten sind. Das ist bei bis Stufe 70 eben eine Waffenstärke von 60. Interessant ist, die erste Spalte gibt an, das habe ich in der Truhe gefunden, nachdem ich den Boss besiegt habe. Und die zweite Spalte gibt an, das ist die Questbelohnung fürs Abschließen, das Erfolgreiche dieser Quest, die ich gemacht habe. Und da fällt auf, in den Truhen sind die stärkeren Waffen drin, gar nicht mal in den Questbelohnungen. In den Questbelohnungen scheint es eher so zu sein, dass da die besseren Siegel mit drin sind. Ist das nicht faszinierend? Also ich finde das spannend, wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, aha, das ist ja wirklich sehr interessant. Das heißt, die Basis-Grund-ATK ist immer besser in den Truhen, aber die Quest-Abschlussbelohnung, die ist besser, was die Siegel angeht. Und wenn ich mal so durchzähle, das Pluszeichen gibt dir hier in der Grafik an, wie viele Siegel da drauf waren. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei 10 Durchläufen habe ich 8 Siegel bekommen. Mit den Truhen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nur ist jetzt auch nur einer mehr in der Quest-Abschlussbelohnung. Auf sehr schwer scheint es doch einen größeren Output zu geben, aber ich denke, das ist eher ein bisschen glücklich gewesen. Also mir reichen die Zahlen nicht, dass ich jetzt euch sagen kann, spielt auf sehr schwer. Für mich ist das wirklich kein Unterschied. Das ist ähnlich wie das Werfen einer Münze. Wenn jetzt einfach Kopf wäre und sehr schwer ist Zahl, naja, dann kann natürlich auch Zahl per purem Glück einfach mal öfter kommen. Deswegen sind hier ein paar Mal mehr die 60er, aber das ist wirklich zu vernachlässigen. Ich sehe, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal eine Waffe von mindestens 60 bekommen und bei sehr schwer waren es 9 Mal. 3 mehr? Aber ist das jetzt signifikant? Ich denke nicht. Ich habe auch nochmal ein paar andere Durchläufe gemacht bei anderen Quests und da war das auch wieder andersrum. Also ich kann hier nochmal bestätigen, es gibt wirklich keinen Unterschied zwischen einfach und schwer. Spielt wirklich auf einfach, macht euch das Leben selber einfach und farmt dadurch die Waffen. Es ist kein Unterschied. Ich hoffe immer noch auf ein DLC, dass irgendwann der Publisher oder Entwickler des Spiels sagt, Mensch, jetzt patchen wir mal ein, dass wenn du auf sehr schwer spielst, auch die Belohnungen besser sind. Ich will das wirklich haben, dann könnte Hyrule Warriors 2 das beste Hyrule-Spiel oder Warriors-Spiel aller Zeiten werden. Aber so stört mich das immer noch, aber egal, darum geht's nicht. Dann habe ich nochmal mit reingenommen den Effekt verbesserte Waffen. Und da ist auch spannend, ich habe einmal eine Rostwaffe bekommen, das ist aber, denke ich, eher purer Zufall gewesen, hätte auch irgendwo anders droppen können. Und hier sehe ich viel mehr Siegel als sonst, kann das sein? Also vielmehr auch Doppelsiegel. Von der Grundstärke gar nicht mal so ein Unterschied. Also der Effekt, bessere Waffen auf einer Waffe drauf gesockelt, gibt anscheinend nur den Bonus, dass die Siegel besser sind. Ich würde dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich habe so viel getestet. Die Basisstärke der Waffen ist wirklich nicht unterschiedlich, als wenn du das nicht mit drauf hättest. Aber für die Siegel lohnt sich das schon. Also wer sich jetzt fragt, lohnt sich das? Ich habe es auch mal zweimal mit reingenommen. Leider stackt es nicht. Auch da habe ich getestet. Wer zweimal den Effekt hat, bessere Waffen auf einer Waffe, du kriegst zwar dann eine plus 5 auf den Maximalschaden, aber das stackt leider nicht. Zumindest nach meinen eigenen Testungen. Interessant, oder? Also, wir merken uns, wir spielen die Quest auf sehr einfach.
Und dann kann das muntere Farben losgehen. Und das machen wir einmal, damit ihr mal seht, wie das Ganze hier sich gestaltet. Ich lasse Zelda einfach mal drin, weil mit ihr spiele ich momentan sehr gerne. Sie hat zwar nicht den größten Schaden, aber ihr könnt ja mal die Zeit stoppen, wie lange das dauert. Ich brauche manchmal unterschiedlich. Also manchmal schaffe ich das hier, die Quest in 3 Minuten. Das Beste waren, glaube ich, so 3 Minuten und ein paar Sekunden. Und dann bin ich auch manchmal bei 5 Minuten. Das ist so unterschiedlich. Also im Schnitt 4 Minuten, würde ich jetzt sagen, nimmt die Zeit in Anspruch. Dafür kriegst du 5 Waffen, sehr starke Waffen. Und eben eine Abschlussbelohnung für irgendeinen anderen Helden oder eben auch für dich selber. Wird ja dann alles ausgewürfelt. Und das kann auch eine 70er-Waffe sein. Ich habe da ein paar Ones gemacht. Auch da gibt es gleich eine Grafik. Aber erstmal, damit ihr seht, wie spielt sich das Ganze denn? Und keine Angst, es ist zwar eine Endgame-Karte. Wer sich jetzt fragt, naja, aber ich bin da noch gar nicht im Endgame, ich will da jetzt schon die stärksten Waffen haben. Auch da habe ich noch eine Karte für euch. Ja, Mann, das war vorhersehbar. So sieht's nämlich aus. Schmetterangriff, das war schon mal gut. Knappe 16 Sekunden. Entweder schaffen wir es jetzt nochmal, den zu schwächen. Oder wir machen einfach so platt. Das Schöne ist bei Zelda, da sie ihren Bogen ausgerüstet hat, reicht's, wenn sie den Pfeilhagel von oben nach unten loslässt. Weil damit treffe ich nämlich den Schwachpunkt oben bei den Felsen. Da ist es bei ihr etwas einfacher, diese Gegnerbrocken zu besiegen. Da kommt auch schon direkt mal der zweite. Dadurch, dass es aber hier ein bisschen leckt, ist es schwer, die Dreierkombo aufrechtzuerhalten. Denn bei Zelda brauche ich nämlich schwacher Schlag, schwacher Schlag, schwacher Schlag und dann der starke. Das gibt dann diesen Pfeilreigen, der nach unten ballert. Aber manchmal ist das Spiel so langsam, dass ich gar nicht checke, wann ich jetzt die Dreierkombo geschafft habe und wann nicht. Muss ich immer so im Kopf mitzählen. Das sind leider immer so 4er-Kombos, glaube ich. Man könnte hier auch noch ein paar... Ah, es braucht zu lange. Hatten wir Glück, dass er nochmal... Machen wir Schmetterangriff? Nee, komm, das dauert mir von der Animation zu lange. Ich hau ihn einfach so weg. Jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Ah, ist aber scheißegal. Wir warten, bis der dritte Boss hier kommt. Da ist er. Hinox. Ja, ich habe versucht, perfekt auszuweichen. Habe ich aber leider nicht hinbekommen. Hat trotzdem ausgereicht. Das heißt, ich muss gar nicht perfekt ausweichen. Ich bin so stark, dass es einfach ausreicht, wenn ich genug Abstand nehme und die Schwachpunktanzeige dann einfach so wegballer. Hat nicht ausgereicht, egal. Wir haben noch unsere Bomben. Das ist auch ein sehr beliebter Trick. Wenn du siehst, da ist bloß noch eine Schwachpunktanzeige, also ein Stück dieser Anzeige da. Nimm ruhig eine Bombe. Die Bomben klatschen sehr oft auch nochmal so 1, 2 dieser Kuchenstücke weg. Da muss man nicht extra warten, bis der nochmal eine Attacke macht. Hier haben wir auch Glück, dass er gleich am Anfang uns diesen Move präsentiert. Ja, das ging doch sehr schnell. Schön. Was ist denn hier mit dem Vorführeffekt? Ich hätte jetzt gedacht, jetzt brauche ich noch länger als sonst. Aber scheint doch ganz gut hier zu flutschen. Der gute alte Flutschfinger. Ah, es hat uns weggebounced. Ist aber nicht schlimm. Und da war ich auch zu überhastet. Bin ich zu früh da weggesprungen. Das war nicht gut. Okay. Hat ein bisschen länger gedauert, aber da wir am Anfang mehr Zeit einsparen konnten, ist das alles gar nicht so schlimm. Jetzt kommt noch einmal der Zornleune und dann haben wir es geschafft. Und dann gucken wir uns nämlich auch nochmal eine schöne Endgrafik an. Ja. Auch da habe ich wieder sehr viele schöne Zahlen für euch. Schaffe ich nicht. Nun gut. Das war vorhersehbar. Das sollte reichen.
Ja, wir haben hier leider am Anfang Zeit verloren. Ich wollte eigentlich zu ihm hindashen, weil er macht immer den gleichen Move. Am Anfang ist es sehr wahrscheinlich, dass er mit einer Bombe ausgenockt werden kann. Hier zum Beispiel. Jetzt haben wir es geschafft. Und damit war es das. Damit ist er auch weg. Er ist weg. Ein Schlag hält er noch aus, aber wir haben noch einen Spezialangriff und den werden wir hier auch schön benutzen. Und damit ist die Quest auch schon vorbei. 8:43 noch übrig. Sind wir irgendwo bei 4 Minuten, das ist doch in Ordnung. Das war unglaublich. Wir haben gesiegt. Leuenhuf, Leuenhorn. Können wir alles verticken. Und damit ist Wirbel des Zorns abgeschlossen. Und das ist genau das, was man hier im Endgame machen sollte. 3:34, das ist eine gute Zeit. Man kriegt auch da immer schön 900 Rubine. Also hier auch schon mal ein Tipp. Rubine farmen muss man überhaupt nicht. Ich habe noch nie farmen müssen. Es macht auch gar nicht so viel Sinn, weil man kriegt, wenn man alle Nebenmissionen macht, genug von diesen Erzen. Verkauft die einfach. Verkauft die ganzen Erze. Die teuersten habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Und dann ist das auch in Ordnung. Also wer Rubine farmt, ist selber schuld. Ist gar nicht notwendig, weil es gibt da viel, viel bessere Möglichkeiten. Ne? Wie hier zum Beispiel beim Farmen der Waffen kriegt man eh genug Rubine. Sollte, denke ich, ausreichen. Jetzt haben wir hier leider keine 70er Waffe. Sehr schade. Mal gucken als Questbelohnung. Das ist eine 70er. Ist aber kein garantierter Drop. Und das ist eben das Schöne. Das war eine Waffe für jemanden, mit dem ich auch sehr selten spiele. Also sollte irgendwann mal ein DLC kommen und ich brauche diesen Helden, hätte ich jetzt zumindest schon mal genug Waffen, um die auch hoch zu maxen, dass ich da im, ich hoffe, es kommt wirklich ein DLC, irgendwann mal später, bietet sich ja hier an, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben, ne? Ja, dass ich dann eben vorbereitet bin. Und das ist eben das Schöne, so farmt man die Waffen im Endgame. Und jetzt machen wir nämlich noch was anderes Cooles. Ich habe hier noch eine andere schöne Grafik, und zwar schaut euch das mal hier an. Das ist genau die Quest, die ich gerade gemacht habe. Stufe 80, das sind 15 Durchläufe. 15 Durchläufe. Rechts ist genau die Quest Abschlussbelohnung, wie gerade eben. Und wie viele 70er Waffen waren dabei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal von 15. Es sieht so aus, als wenn es 50% die Chance wäre, dass man immer nach dem Abschluss dieser Quest eine 70er Waffe bekommt. Und wisst ihr, was witzig ist? Ich hab mal die eine Quest gemacht, wo man diese Ganon-Verheerung als Boss hatte. Der hatte mir ein einziges Mal als Questabschluss eine 71er Waffe gegeben. Keine Ahnung warum, ob das hier auch passieren kann oder nicht, ich weiß es nicht. Aber links auch nochmal. Und es ist genau wie in der letzten Grafik. Es ist hier genau das gleiche in den Truhen, die der Boss als Belohnung dir gibt. Wenn du ihn besiegt hast, ist eine 71er Waffe drin. Das finde ich viel spannender. Diese Quest-Belohnung, die könnt ihr einfach mal ausblenden, aber schaut mal nach ganz links. Da steht die Zahl 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch hier 6 Mal. Es scheint so zu sein, als wenn auch hier ungefähr bei 50% die Chance liegt, dass man, wenn man mit einem Helden spielt, mindestens eine 71er Waffe farmen kann. Und das finde ich richtig krass. Das heißt, die 70er Waffen, die sind total egal. Man sollte noch nicht mal den Fokus auf die 70er Waffen legen, weil man kann hier effektiv nach mindestens einer 71er Stufe farmen. Und das nehmt auf jeden Fall mit hier in dem Video. 70 ist nicht die beste Grund-ATK, die man farmen kann. Ich habe gedacht, man kann so durch das Entrostene an die 70 plus Waffen kommen, vielleicht so 74, 76. Und selbst da bin ich mir noch gar nicht mal so sicher, ob ich die auch durch das Rosten bekommen habe. Dazu aber auch noch mal ein bisschen mehr. Aber Stufe 80 oder 71 bis 80 gibt dir 71er Waffen als Questbelohnung und das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, da freue ich mich, das so gesehen zu haben. Ja, und jetzt das Thema Rosten. Ich habe in all diesen Quests einmal eine Rostwaffe gefunden. Nach so vielen Stunden, die ich gespielt habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass es, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vom reinen Gefühl behaupte ich einfach mal, dass eine Rostwaffe 1 zu 100 eine Drop-Chance hat. Gefühlt. War sehr selten. Ich finde ab und an eine, aber nachdem ich mir das alles aufgeschrieben habe und da ist nur eine Waffe mit dabei gewesen, dann lange Durchstrecken gar keine.
Ja, das sieht so aus, als wenn die wirklich sehr selten ist und auch durch nichts beeinflusst werden kann. Durch keine Nahrung, keine irgendwas. Und dann, selbst wenn du eine Rostwaffe findest, ist es auch immer noch keine Garantie, dass da eine der stärksten mit dabei ist. Das ist ja das Phänomen. Also, hier auch der nächste Tipp. Versucht eher, die 71er Waffen zu finden und alles, was darüber hinaus ist, ist netter Zusatz. Kein Muss. Das kommt dann, wenn man nicht damit rechnet. Die meisten Rostwaffen hatte ich witzigerweise auch bei den Blutmonen gefunden. Zufall? Glück? Oder kann man die dort am besten farmen? Auch das weiß ich nicht, müsste man testen. Aber wie vorhin schon gesagt, der Blutmond ist genial, wann immer ihr den findet. Mit mindestens Stufe 71 macht den. Denn dort sind die besten Siegeleffekte drauf. Habe ich ja vorhin schon gesagt. So, und jetzt Tipp Nummer 2. Wer Erfahrungspunkte haben möchte bei den Waffen und das noch ein bisschen schneller machen möchte oder sich auch noch im Midgame befindet, da auch nochmal ein kleiner Tipp an der Stelle. Faustregel Nummer 2. Egal, wo ihr euch befindet im Spiel, beim Farmen immer auf einfach stellen und guckt euch Karten an, wo sehr viele Bosse mit drauf sind. Es gibt nicht so viele Karten, die man erstens schnell und dann auch noch effektiv, was Bosse angeht, farmen kann. Aber ich habe eine gefunden, die kann ich euch nur ebenfalls ans Herz legen, und zwar die hier. Stärker als je zuvor, Stufe 39, ist für das Midgame die beste Map, um nach Waffen zu farmen. Weil das Geile ist, jetzt wissen wir ja, wo wir die stärksten Waffen herbekommen. Wir wissen, wie wir die fettesten Siegel bekommen. Jetzt zeige ich euch noch einen Weg, sehr schnell die Waffen auch hochzuleveln. Wer sich noch an die ersten Folgen erinnern kann, der weiß, man kann sehr viele Rubine einsparen, wenn man Waffen findet mit einem Erfahrungspunkte-Bonus, die im idealsten Fall ein sehr kleines Level haben. Also nicht hier die fettesten Waffen, nein, vielleicht eine Grund-ATK von 10 oder so, die gar nicht so stark sind, aber den Erfahrungspunkte-Bonus dir geben. Und die lassen sich hier super schön schnell farmen. Guck dir das mal an. Das sind alle drei Bosse direkt hintereinander. Du musst dir auf nichts achten. Du klatschst dir einfach alles drauf. Jetzt sind wir bei 9 Sekunden und haben schon den ersten weg. Der erste Hinox ist weg. Tschüss, Tschüssikowski. Jetzt macht der andere auch schon seinen Move. Das war jetzt natürlich perfektes Glück. Ich habe noch nie in 14 Sekunden alle beide geplättet. Und jetzt kommt der Leune. Der kommt ja immer von da hinten angeschissen und da ist er auch schon. Er macht bestimmt wieder... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das lief ja auch zu perfekt. Und jetzt müssen wir bloß noch warten, bis er eine nächste Aktion macht und im idealsten Fall... Ja, das ist gut. Ja, wir machen aber keinen Schmetterangriff mehr, weil der ist ja so viel fixer weg. Das war's. Das ist die ganze Quest. Und das reicht auch schon, wenn du eine Waffe hast von, keine Ahnung, Stärke 100 oder Stärke 70. Das reicht schon. Die ist hier super zum Farmen. Du brauchst am Anfang zwar zweimal die Schwachpunktanzeige. Ich bin jetzt ja vom Level so hoch, dass das immer ein One-Hit ist. Aber das farmt sich so schnell. Es gibt auch hier richtig viele Rubine. Und die Grund-ATK, die ist gar nicht hier das Entscheidende. Die Effekte sind das Entscheidende. Ich habe jetzt hier drauf Monsterteile plus 9, dann plus 7 bei weniger Herzen, Schaden durch normale Angriffe. Hier will ich einfach nur folgenden Effekt haben. Und zwar Erfahrungspunkte-Bonus. Ist ein seltener Drop. Man kann so 10, 20 Mal die Quest machen und dann kann es passieren, dass da vielleicht einmal das mit dabei ist. Aber... Das geht super. Das frisst wenig Rubine und das ist für mich die beste Möglichkeit, um da recht fix die Waffen hochzuleveln durch diesen Erfahrungspunkte-Bonus. Jetzt haben wir hier sogar einen Blutmond. Vielleicht mache ich den sogar. Mal gucken, was da für Quest-Anforderungen hat. 61, nee, das mache ich nicht. Da sind keine coolen Waffen drin und Siegelfarmen möchte ich jetzt auch nicht. Und das gucken wir uns auch nochmal kurz an. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man hier nämlich so ein schönes Sammelsurium an Waffen. Und jetzt nochmal der Trick. Das war übrigens eine entrostete Waffe. Hammer. Mal schauen, ob wir hier irgendwo noch einen Erfahrungspunkte-Bonus haben.
Bei einer können wir nämlich gleich die Waffe hier hochleveln, weil die sollte besser sein als die hier. Oder war die sogar gleich gut? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ah, hätte ich zumindest einmal einen Speer, mit dem ich zocken kann. Perfekt, das hier. EP beim Kombinieren. Das ist nochmal ein kleiner Refresher. Der Löffel ist perfekt, hat eine niedrige Grund-ATK, kostet sehr wenig Rubine. Im Endgame ist das alles total Wurst. Aber Tipp Nummer 1. Nehmt irgendeinen Effekt mit rein, der Monsterteile gibt. Das hier zum Beispiel. Warum? Weil damit bekommt nämlich der Löffel nochmal mehr Erfahrungspunkte, Boni. Und jetzt einfach alles reinhauen von Waffen, die du nicht mehr haben möchtest. Angriffsreiche Weite können wir oben lassen. Wir machen das einmal noch zum Spaß. 165%. Wir kriegen sogar noch einen schönen Bonus. Das ist doch nett, nett, nett. Und das Ganze machen wir jetzt so lange, bis der Löffel eben die gewünschte Grundstärke hat. Ich habe sehr viel auf Angriffsreiche. Vielleicht nehme ich eine Waffe zum Farmen. Antike Materialien? Na, warum denn nicht? Ich lasse mir das mal übrig. Guck mal, ich habe jetzt zweimal Schlachtfeldabhängige, dann hier oben Antike mit Doppelsternen. Ich glaube, ich behalte das einfach mal. Hier ist auch nochmal EP drauf. Na, ist ja perfekt. Das ist ja wirklich perfekt. Sprintangriff brauche ich nicht. So, mal testen, ob das schon ausreicht. Ich gehe mal zum Speer. Den hier, den ich hochpushen möchte. Und werde mal den Löffel opfern. Da bin ich schon bei 15. Das ist ja der Hammer. Und ihr kennt ja auch noch den Trick. Wenn ich jetzt hier den Löffel opfer und ich komme nur auf Level 15. Manchmal hat ja auch der Schmied einen Bonus, den er da gibt. Speichert ab. Das, wie gesagt, ist gar nicht mehr so Endgame-relevant, weil das ist dann für Spieler, die neu anfangen, eigentlich der bessere Tipp. Und dann macht jetzt nochmal kombinieren. Und das ist eben das Schöne. Das geht auch mit den unterstufigen Waffen genauso gut, wie ich das hier zeige. Du musst gar nicht die besten Waffen haben. Es geht hier nur um die Erfahrungspunkte. Die kannst du so schön staggern miteinander. Das staggt alles so schön. Finde ich richtig, richtig genial. Und damit kommen wir vielleicht sogar schon auf Stufe 20. Wobei es ist ja unwahrscheinlich. Ich guck mal, was passiert. Wir haben keinen Schmiedbonus bekommen. Also, wir schließen das Spiel. Starten es nochmal neu. Und machen das jetzt so lange, bis der Schmied uns einen Bonus gibt. Oh, sind wir auf 18 gekommen. Reicht aber. Das wollte ich euch einmal kurz gezeigt haben. Das heißt, damit kann man eben auch Waffen sparen. Ja, ich hau jetzt den Rest der Waffe noch vor, dass wir hier auf 20 sind. Und dann werde ich sie einmal hochstufen. Ne, wisst ihr, was wir machen? Wir testen einfach mal, was der zweite Effekt ist. Denn das weiß ich nämlich gar nicht. Ist ja eh nur just for fun. Es ist just for fun. Ich kann ja eh gleich ein Reset machen. Was war das für ein Effekt? Schaden gegen erfasste Ziele. Angriffsreichweite und erfasste Ziele. Oh, da habe ich jetzt Bock. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache hier mal einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Waffe aufgepowert ist. So sieht eine Königshellebarde aus, wenn man sie auf Stufe 30 hochpushen konnte. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen knifflig. Denn wer das Siegelsystem verstehen möchte, sollte hier nochmal ein bisschen genauer zuhören. Denn wir sehen hier ist ja oben eine plus 20 und hier ist eine plus 15. Und was fällt auf? Zwei Siegelplätze habe ich noch frei und wir sind trotzdem bei plus 15. Am Anfang kriegt man sehr schnell mit, wenn zwei Siegeleffekte vom gleichen Typ sind. Also sowas wie Angriffsreichweite plus Angriffsreichweite korreliert miteinander. Damit kriegen wir das erste Mal eine plus 5. Hätten wir jetzt nochmal zwei weitere Gegenstände wie Materialien sammeln plus Materialien sammeln, hätte ich einen zweiten Effekt, was auch für sich einzeln genommen miteinander korreliert, hätte ich eine plus 10. Plus 15 bekommt man, wenn man viermal denselben Typ hat. Und da jetzt genau hinhören, ich meine wirklich denselben Typ. Ich habe hier Angriffsreichweite dreimal nur drin, aber plus 11% Schaden gegen erfasste Ziele. Schaden gegen erfasste Ziele ist halt vom selben Typ wie Angriffsreichweite.
Wie man das rausbekommt, einfach rumprobieren. Bestimmt gibt es online da ein paar Tabellen. Aber da hilft nur rumknobeln. Erstmal gucken, was stackt denn eigentlich mit welchem anderen Effekt. Und deswegen habe ich hier schon die plus 15. Und jetzt kann ich mir Folgendes überlegen. Ich hatte ja nochmal zweimal Angriffsreichweite plus 10 drauf. Wenn ich die hier mit reinhaue, hätte ich zwar fünfmal Angriffsreichweite plus 12 und einmal plus 11 Schaden gegen erfasste Ziele, was wirklich sehr fett ist, hätte aber oben weniger Schaden, weil die 165 stehen bleiben würde. Ich brauche also noch zwei andere, die ebenfalls miteinander kombiniert werden können. Und das ist so eine Sache, die verstehe ich eben nicht ganz, weil wenn du schon so vier gleiche Typen hast, kriegst du plus 15, aber wenn du sechs gleiche Typen hast, kriegst du nicht nochmal einen Bonus. Das ist ein bisschen komisch, kann ich auch nicht nachvollziehen. Und habe ich nochmal irgendwo Angriffsreichweite? Ich glaube, einmal hatte ich sie nochmal bekommen. Damit ihr das mal sehen könnt hier. Das andere, also ich habe es vorhin schon getestet, dann aber rausgesockelt. Hier, das zum Beispiel. Könnt ihr das erkennen? Also das läuft zwar alles ineinander flüssig, aber ich würde nicht nochmal einen Schadensbonus bekommen. Das ist komplett faszinierend. Also keine Ahnung, warum diese Logik da ist, aber anscheinend sind vier gleiche Typen, geben dir den höchsten Bonus. Und wenn du die plus 20 haben möchtest, musst du jetzt irgendwas anderes mit reinhauen, was für sich einzeln genommen auch sich kombinieren lässt. Das zum Beispiel Schaden durch normale Angriffe plus 6. Korreliert nicht mit Angriffsreichweite. Das erkennt man, dass man da, dass die plus 6 nicht nochmal angehoben wird. Und jetzt gucke ich, ob irgendwo was nochmal dabei ist, was sich ein bisschen steigern lässt. Das! Schaden gegen Gegner mit Schadenseffekten. Das lässt sich gut kombinieren mit Schaden durch normale Angriffe. Und damit habe ich die plus 20 und ich finde das gar nicht so verkehrt. Nimm ich? Ja, ich sage vielen Dank, das möchte ich kombinieren. Das nochmal so ein kleiner Exkurs in die Siegel. Also nochmal, vier Typen geben plus 15 und dann zwei weitere Typen nochmal die restlichen plus 5. Wenn du sechs gleiche Typen hast, gibt es leider keinen weiteren Bonus. Sehr schade, warum auch immer. Es ist so, wie es ist. Manche Dinge muss man hier nicht hinterfragen. Deswegen ist hier nämlich auch Angriffsgeschwindigkeit, was mit Schaden gegen erfasste Ziele kombiniert wird. Und Heilung per Angriff kann ich ja nicht rausnehmen. Deswegen habe ich Beutequote reingehauen, damit ich da auch die plus 20 stehen habe. Und so ist es bei jeder anderen Waffe, die ich eben auch habe und besitze. Hier zum Beispiel ist auch die plus 20 drauf. Was habe ich hier? Da ist Spezialangriffsleistengeneration, bessere Waffen. Oh ja, ich habe hier viel drin, was Materialiensuche angeht. Das deckt bessere Waffen. Schockwellen beim Landen. Und such... Nee, Quatsch, was erzähle ich? Ich glaube, Spezialangriffsleistenregeneration und 11%ige Chance auf Schockwellen, das deckt. Und dann bessere Waffen mit Materialien und Suchsensor. Das sind die vier, die miteinander den 15er-Bonus geben. Ja, so müsste es hier bei der Waffe sein. Und so kann man eben das Ganze kombinieren. Und mehr kann ich euch nicht erzählen. Das ist Hyrule Warriors, das ganze Waffensystem. Ich hoffe, das war verständlich. Am Schluss nochmal eine Kurzfassung. Der erste Tipp: Jeder Boss gibt in der Regel eine Waffe. Wer farmen möchte, sucht sich Karten mit vielen Bossen, die man ganz schnell besiegen kann und schon kriegt man die besten Waffen. Die allerbeste Karte zum Farmen der letzten Waffen ist die letzte Quest, Stufe 80, die ich euch am Anfang der Folge gezeigt habe. Dort kriegt man noch nicht mal mit viel Aufwand für jeden Helden eine 71er Waffe. Beste Quest, um die Grundstärke der Waffe zu farmen. Das Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Wer die Siegel haben möchte, macht Blutmonde und nimmt eine Waffe, wo als Effekt mit drauf ist, verbesserte Waffen als Ausbeute. Denn durch meinen Test, habe ich ja auch gezeigt, ist es eben schon so, dass wenn man diesen Effekt auf der Waffe drauf hat, dass da die Siegel erhöht werden. Und die Blutmonde geben dir auch nochmal, so wie es aussieht, mehr Siegel. Denn ich habe so viele fette Siegel bekommen, allein durch die Blutmonde. Da ist es nicht notwendig, auf Stufe 71 zu spielen. Aber wer das farmen möchte, es ist kein Muss. Es ist nochmal, um den letzten Schliff aus der Waffe rauszuquetschen, der muss dort farmen. Das war eben Tipp Nummer 2. Waffe mitnehmen mit dem Effekt. Und dann eben Blutmond farmen, so wie man eben Bock hat. Dann, jetzt haben wir quasi die stärksten Waffen und wie man die besten Siegel bekommt.
Der letzte Tipp, Tipp Nummer 3, ist das, was wir am Ende gemacht haben. Wie schafft man es, sehr schnell und effektiv seine Waffen hochzuleveln? Wir nehmen uns einfach niedrige, stufige Waffen, farmen die, bis da ein Erfahrungspunkte-Boost drauf ist und hauen da alle Waffen rein und nutzen die dann, um die gewünschte Waffe hochzupushen. Wir nutzen auch den Effekt des Schmieds. Sollte er nicht greifen, Soft Reset. Das spart Rubine und auch Zeit beim Farmen, wenn er noch nicht so weit ist und nicht im Endgame sich befindet. Und man will ja Rubine auch haben für die Stufen der Helden und nicht für die Waffen. Deswegen da eher so ein Tipp für die Einsteiger. Und das sind meine 3 Tipps. Stärkste Waffe, Siegel und das schnelle Hochleveln. Und die gewünschten Karten habe ich euch ja auch noch gezeigt, die ich jetzt euch empfehle. Spielt die ruhig so, die gehen wirklich super schnell. Und das ist das ganze Geheimnis. Ich bedanke mich hier fürs Zugucken. Mehr gibt es zu den Waffen nicht zu sagen. Wer eine 76er findet, herzlichen Glückwunsch. Aber es ist mir bis zum heutigen Tage nicht bekannt, wie man die Rostwaffen effektiv farmen kann. Die scheinen auf jeder Karte einfach so einen gewissen Prozentsatz zu haben. Wahrscheinlich 1%. Und ja, irgendwann findet man eine. Wer sie findet, herzlichen Glückwunsch. Und euch dann noch viel Spaß. Ich hoffe, es kommt irgendwann ein DLC. Da sehen wir uns wieder. Und das war's erstmal mit Hyrule Warriors 2.